herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog-Tag. Nee, eigentlich wieder auch überhaupt gar nicht. Sollte heute das Video von der Fotokina 2020 kommen. Aber die ist leider abgesagt worden. Und es gibt auch eine Pressemeldung von der Fotokina oder Kölnmesse in Köln. Die werde ich euch nicht mal vorlesen. Es tut mir sehr selber auch leid. Der nächste Termin, könnt ihr schon mal vormerken, ist der 18. bis zum 21.05.2022. Und den Termin werde ich natürlich wahrnehmen und vielleicht da alle 4 Tage auch die Messe. Nach intensiver Beratung hat sich die Kölnmesse GmbH entschlossen, die ursprünglich vom 27. bis zum 30. Mai 2020 geplante Fotokina abzusagen. Die internationale Leitmesse für Foto, Video und Image findet das nächste Mal vom 18. bis zum 21. Mai 2022 statt. Auch für Immersion Innovation Konferenz feiert nicht wie geplant 2020 Premiere. Ein neuer Termin ist in Abstimmung. Generell hat die Geschäftsführung der Kölnmesse entschieden, bis Ende Juni 2020 keine eigenen Veranstaltungen in Köln durchzuführen. Diese Entscheidung wird auch vom Krisenstab der Stadt Köln unterstützt, der in seiner Sitzung am 18.03.2020 ebenfalls empfohlen hat, die Messen in diesem Zeitraum abzusagen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Länderregierung vom 16.03.2020. Zu gemeinsamen Leitlinien im Umgang mit der Corona-Epidemie. Sie beinhaltet explizit auch die generelle Schließung von Messen und Ausstellungen, die beeinträchtigt die Planungssicherheit für die Kölnmesse und die Teilnahme der Messe in Köln weit 22 zu verschieben, wurde mit Blick auf verschiedene Faktoren getroffen. Immersion Markt war auch schon vor dem Auftreten der Coronavirus stark in Bewegung. Die nächste Fotokina nach den Bedürfnissen der Marke sowie Ausstellern und Besucher zu gestalten. Abzusagen, die Gesundheit vom Aussteller und Besucher muss an oberer Stelle stehen. Als ideeller Träger der Fotokina werden wir die Kölnmesse nach Kräften bei der Planung für die nächsten Ausgabe der Fotokina unterstützen. Ja, eine sehr schwierige Entscheidung, die da getroffen wurde, auch mit Bedacht, weil ja damals oder wahrscheinlich ist ja immer noch die Fotokina abgesagt wurde. Wir haben jetzt gerade den 19., 18., 3., man ist noch mittendrin in dieser ganzen Corona-Geschichte und wahrscheinlich hat das auch schon ein Ende
oder wahrscheinlich auch noch kein, da weiß ich jetzt noch nicht, ihr aber schon. Und ich hoffe mal, ihr macht darauf was Bestes. Auch meiner Sicht tut es mir einfach echt wirklich leid, dass heute dieser Vlog-Tag nicht kommt. Und ich hätte da dann hingefahren. Auch viele andere Termine sind ja auch schon ausgefallen. Tut mir leid, aber damit kann ich eben auch nicht ändern. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schönen Tag. Tschüss.